Also heute ist der 19. Ich habe heute die Racker in das 54-Liter-Becken gesetzt und habe hier zwei Thermometer drin. Beide stehen auf 28 Grad, weil ich hier einen Heizer drin habe. Und ihr seht, denen gefällt's. Ich habe hier eben sogar ein paar Wasserflöhe reingemacht. Eigentlich sollten die sich jetzt hier vermehren, dass sie dann nächste Woche ein bisschen was zu futtern haben, wenn wir im Urlaub sind, aber die jagen denen sogar hinterher. Schaut euch das mal an. Ja, ich hoffe, das Experiment glückt und die Wasserflöhe vermehren sich hier ein bisschen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall ist der Jagdtrieb geweckt. So, ich habe jetzt gerade hier Artemia abgelassen. Ich spüle die übrigens nie. Das sind nämlich entkapselte und entkapselte Eier von Algova habe ich euch immer in der Infobox verlinkt in meinem Shop. Da seht ihr das. Und wenn ihr über den Link was bestellt, egal was, kriege ich ein bisschen Provision und ihr zahlt nicht mehr. Ich konnte leider noch bei keinem Shop irgendwie nach einem Rabattcode fragen, weil ich komme mir da irgendwie immer zu blöd vor. Deswegen, so könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr den Link benutzt, den Amazon-Link, egal was ihr bestellt. So. Da sind sie, die Themen, und die sind hier gleich schon am Schnackseln. Also da sind so schon die ersten. Oh, das ist ein Traum, durch Glas zu filmen. Da sieht man mal was. Schaut mal. Ich muss nur aufhören zu wackeln. Oh, schaut euch das an. Sind sie nicht niedlich? Ist immer wieder faszinierend. Ich hoffe, euch gefällt, dass das die Updates so lang sind. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn 80% nicht alles gucken, weil dann der Algorithmus sagt, das Video ist vielleicht doch nicht so interessant. Aber ich weiß, dass hier genügend sind, die diese Videos total toll finden und die stundenlang suchten können. Oh, ein Traum durch Glas, oder? Schaut euch das mal an. Oh Mann, ich liebe es. Übrigens, wenn ich hier alleine bin, sitze ich nicht so davor und laber so ein Kram. Das mache ich nur für euch. Ich halte mal meine Klappe.